Das ist der schwierigste Abschnitt. Es ist unglaublich. Das ist die aufregendste Motorradfahrt, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Wir kamen an einen Punkt, an dem wir nicht mehr weiterfahren konnten. Charlie hat sich verletzt. Das gehört jetzt zur Geschichte der Support Crew. Hoffentlich verletzt sich dabei niemand. Bei diesem Interview ist der Schweizer Filmemacher Claudio von Planta unser Gast. Er wurde bekannt mit seiner Serie Long Way Up, Down and Round. Wie war es, mit Ewan McGregor und Charlie Boorman zu arbeiten? Das war eine sehr coole Erfahrung. Es kam völlig aus heiterem Himmel. Die erste Serie drehten wir 2004. Das ist jetzt 18 Jahre her. Ich war noch ein Baby. Was war die größte Herausforderung bei der Produktion der Serien? Man braucht Ausdauer. Ich war diese Art von langen Reisen überhaupt nicht gewohnt. Und die Touren mit dem Motorrad waren neu für mich. Ich bin zwar mein ganzes Leben lang mit dem Motorrad gefahren, seit ich ein Teenager war, aber nur in Städten, weil es eine gute Möglichkeit ist, durch den Verkehr zu kommen. Aber dann waren es plötzlich diese langen Abenteuer, hunderte Kilometer pro Tag. Abseits der Straße war das manchmal ein ganz anderer Maßstab für Ausdauer. Sie hatten am Anfang der ersten Serie ein Problem, weil Ihr Motorradführerschein abgelaufen war. Erzählen Sie uns davon. Das war wirklich ein Witz. Es gibt immer Probleme im Leben, aber das war schon lustig. Ich machte meinen Motorradführerschein in der Schweiz mit 18. Ich habe sogar den Lkw-Führerschein gemacht. Dann hat man alles. Man hat den Lkw, den Auto und den Motorradführerschein für große Motorräder. Als ich dann 1990 in Großbritannien lebte, zwangen sie mich 3 Jahre später, den Schweizer Führerschein in einen britischen umzuwandeln. Aber in Großbritannien wurde der Führerschein für große Motorräder nicht anerkannt. Sie gaben mir nur den Führerschein bis 125 Kubik und ich war zu bequem, mich zu beschweren. Ich fuhr auch nur einen kleinen Roller, eine Vespa. Dann ergab sich plötzlich, ganz aus heiterem Himmel, diese Long Way Round-Geschichte. Man rief mich an, sie brauchten einen Typen, der filmen und Motorrad fahren kann. Ich sagte, ja, ich kann Motorrad fahren, aber dann habe ich plötzlich gemerkt, dass mein Führerschein dafür nicht ausreichte. Mussten Sie also die Prüfung wiederholen? Ich musste also die Prüfung wiederholen. Ich hatte keine Zeit, wieder zum Schweizer Führerschein zu wechseln. Die einzige Möglichkeit war, die Prüfung in Großbritannien zu wiederholen. Ich war zuversichtlich, dass es keine große Sache sein würde. Ich musste die Theorie nicht machen, nur die praktische Prüfung mit dem großen Motorrad herumfahren. Aber dann bin ich durchgefallen, weil ich den Lifesaver-Blick nicht gemacht habe. Deshalb haben sie mich durchfallen lassen. Und ich dachte, das war's. Ich werde definitiv nicht der Typ in der Show sein, der sie filmt. Aber die Produzenten haben mich trotzdem behalten. Wie war die Kameradschaft beim Dreh der Serie? Haben die Jungs Ihnen irgendwelche Streiche gespielt? Ich habe irgendwo gelesen, dass Sie auf die lokalen Märkte gegangen sind und jeden Morgen, wenn Sie aufgestanden sind, etwas an Ihrem Motorrad hing. Ah, das war beim letzten Mal. Bei der jüngsten Serie? Das war bei der letzten Serie Long Way Up. Das war ziemlich cool, quer durch Südamerika. Dort gibt es all diese kleinen Souvenirs. Sie haben kleine Wollteile für die Lamas und ihre speziellen Mützen. Damit schmückten sie meine Harley. Mit der Zeit sah sie aus wie ein Hippie-Motorrad. Es war ziemlich cool. Es war sogar ein Lama drauf. Sie nannten es das schreiende Lama, weil es so aussah. Es war wie Weihnachten. Jeden Tag etwas Neues und es war lustig. Wie sind Sie zum Filmemachen gekommen? Sie haben, meine ich, 1985 angefangen, Filme zu machen und damals eher Dokumentarfilme gedreht. Sie haben zu dieser Zeit in vielen Kriegsgebieten gearbeitet. Ich habe mich immer für Politik interessiert. Und da ich aus einem sicheren Land wie der Schweiz komme, war ich neugierig darauf, was an Orten passiert, an denen es Konflikte gibt.
Ich hatte einen guten Militärdienst in der Schweiz absolviert. Jeder muss Militärdienst leisten. Ich war bei einer Spezialeinheit bei den Gebirgsjägern, die für den Guerillakrieg ausgebildet wurden. Ich hatte also keine Angst vor Orten, an denen geschossen wird. Ich dachte nicht, dass meine Ausbildung etwas Besonderes war, denn die Schweiz, was wissen die schon von Kriegsführung? Sie haben schon lange keine Kriege mehr geführt. Aber als ich dann in Afghanistan war, 1985, dachte ich, ich kann versuchen, eine kleine Reportage zu machen. Als ich dort bei den afghanischen Mujahedin war, wurde mir plötzlich klar, dass meine Ausbildung in der Schweiz absolut top gewesen war. Wirklich gut. Und das Wichtigste ist, dass ich etwas über die Wirkung von Waffen gelernt habe. Ich kannte die Infanteriewaffen wie Maschinengewehre, Granaten, Minen, Mörser. Ich wusste, was sie bewirken. Und das hilft einem, die Situation einzuschätzen. Man weiß, wo und wann man aufhören muss. Wann man sich zurückziehen muss. Wann man sich zurückziehen muss, das ist an diesen Orten entscheidend. Das waren meine Anfänge in heiklen Konfliktgebieten und wahrscheinlich ist das ein Grund, warum ich plötzlich für die Longway-Serie angeheuert wurde, weil sie einen Mann brauchten, einen Mann, der alles alleine machen kann, weil sie nur ein drittes Motorrad hatten. Es konnte kein Team geben und das ist wahrscheinlich der Grund, warum sie bei mir landeten. Sie sind auch in einem ausländischen Gefängnis gelandet, was in einer der TV-Folgen erwähnt wurde. Erklären Sie uns das bitte genauer. Was war passiert? Es ist einfach passiert. Das ist einfach eine Art Berufsrisiko. Wenn man als Dokumentarfilmer in einem Gefängnis landet, weiß man, dass man an einer guten Geschichte dran ist, denn jemand will einen aufhalten. Diese Gefängnisgeschichte, das war einfach Pech. Das war nach einer meiner Reisen nach Afghanistan. Um dorthin zu kommen, fliegt man nach Pakistan. Dort bekommt man ein Touristenvisum für 3 Monate. In Pakistan schloss ich mich den Mujahedin in einem der Flüchtlingslager in Peshawar an. Dann geht man nach Afghanistan und das dauert ewig, weil man zu Fuß geht. Und als ich dann nach Pakistan zurückkam, war mein Visum abgelaufen und leider wurde ich an einem Polizeikontrollpunkt in der nordwestlichen Grenzprovinz angehalten, wo man sich als Ausländer sowieso nicht aufhalten darf. Das ist schon eine Sache. Du bist ein Ausländer an einem Ort, an dem du nicht sein solltest. Und dann ist das Visum auch noch abgelaufen. Der örtliche Polizist wollte nur ein Schmiergeld, eine Gebühr für eine Strafe haben und ich hatte kein Bargeld dabei. Und so hat er uns über Nacht im Gefängnis behalten. Ich war zusammen mit einem Franzosen. Und er sagt zu uns beiden, rufen Sie Ihre Botschaft an, um sie auszulösen. Das Ergebnis war, dass mein französischer Kollege am nächsten Tag raus war. Ich rief die Schweizer Botschaft an und sie sagten, ja, aber das ist illegal. Sie hätten wissen müssen, dass man mit einem abgelaufenen Visum nicht in ein Land reisen darf. Das ist gegen das Gesetz, da können wir nichts machen. Ach du meine Güte. Das Ergebnis war, dass der Polizeichef so wütend war, dass er mich einfach ins Zentralgefängnis von Rawalpindi geschickt hat. Und wenn man einmal im System ist, dauert es eine Weile, bis man wieder rauskommt. Wie lange hat es gedauert? Es hat einen Monat gedauert. Sie sind hier in Dubai, um das Dubai Motorcycle Film Festival zu unterstützen. Das ist eine ganz besondere Gemeinschaft. Warum sind solche Veranstaltungen so wichtig? Es macht einfach Spaß zu sehen, dass überall auf der Welt Menschen zusammenkommen, weil sie diese gemeinsame Leidenschaft für Motorräder haben. Hier bin ich bisher noch kein Motorrad gefahren, aber was ich gehört habe, gibt es wirklich gute Pisten in der Wüste für Offroad. Es gibt hier bestimmt alle Arten von Rennen. Es ist ziemlich beeindruckend. Es ist eine lebendige Gemeinschaft hier und plötzlich wird mir klar, dass so viele Leute von diesen Filmen inspiriert wurden, von der Long Way Round-Serie. Deshalb haben sie ihren Führerschein gemacht, deshalb haben sie sich ein Motorrad gekauft und sind losgefahren, um die Welt zu entdecken. Es ist einfach eine lustige Art, die Welt zu entdecken. Claudio von Planta, thank you so much for joining us today. It was fabulous to meet you. Brilliant, thank you very much.